Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video geht es um den Rückschnitt der Stockrose. Ihr könnt meine Stockrose hier sehen. Wir sind jetzt schon im Herbst, gehen bald in den Winter rein. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man die Stockrose schneidet. Zum einen kann ich euch eine Sache nur noch sagen. Wenn die Blüten verblüht sind, schneidet diese ab. Nicht, dass sich die Stockrose aussieht. Ihr habt die sonst wirklich nachher überall im Garten. Sie ist also sehr aussaatfreudig, kann man sagen. Und jetzt zum Winter hin können wir die Stockrose auch einmal schneiden, sodass sie nächstes Jahr dann wieder schön austreibt und auch fit für den Winter ist. Und das möchte ich euch einmal kurz zeigen. So, wir machen jetzt im Prinzip nichts anderes, außer den Hauptstängel der Stockrose abzuschneiden. Auch diese beiden Austriebe hier werde ich abschneiden. Wir schneiden das dicht unter dem Boden ab. Gehen dort nicht zaghaft, einfach nicht zaghaft vor. Und die Blätter, die jetzt hier noch so dran sind, die könnt ihr euch auch erstmal dran lassen. Hier sind jetzt auch keine Blüten, es ist auch keine Blüte mehr zu erwarten. Das dient einfach nur so ein bisschen Winterschutz. Ihr könnt die Stockrose auch vorsichtig mit Laub noch ein bisschen abdecken, aber sie ist winterhart und sollte auch so gut durch den Winter durchkommen. Und im Prinzip braucht ihr vom Rückschnitt nicht mehr machen. Einmal jetzt halt so zurückschneiden zum Winter hin und ansonsten halt, wenn die Blüte vorbei ist oder wenn die Blüten verblüht sind, diese auch abschneiden. Ja, und das war's auch schon mit dem Video. So einfach schneidet ihr die Stockrose. Keine große Wissenschaft. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, zeigt es mir bitte mit einem Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.